Die Wahl ist geschlagen. Geschlagen sind die beiden Parteien SPÖ und ÖVP. Mächtig zugelegt hat die FPÖ. In der Grazer Burg herrschte große Nervosität. Die ständig hereinflatternden Zwischenberechnungen hießen für die Partnerschaftsparteien nichts Gutes. Ehemalige Landespolitiker beobachteten die Szene skeptisch. Der ehemalige ÖVP-Vizekanzler als erfahrener Politiker ahnt die steile Schieflage für seine ÖVP. Zunächst ist man wirklich unfassbar über das, was momentan als Ergebnis sich andeutet. Wobei ich schon sage, dass im Prinzip die Reformarbeit ihre Bestätigung gefunden hat. Aber was offenkundig wird, ist ein ganz, ganz tiefes Gefühl der Unzufriedenheit bei vielen Menschen, das sich eben dann im Wahlverhalten gegenüber den Freiheitlichen ausdrückt. Bei den diversen Medien herrschte hochgradige Hektik und Angespanntheit. Bei den vom Ergebnis Betroffenen zum Teil Fassungslosigkeit. Ja, wir haben insgesamt zwischen 10% und 12% Verlust. Das ist flächendeckend fast. Das heißt, das an Personen festzumachen, glaube ich, das ist nicht korrekt, wenn es überall so ist. Aber natürlich muss man das genau analysieren. Man muss schauen, wo liegen die Gründe. Ich glaube, das sind viele Punkte, die man da untersuchen muss und anführen. Ein wesentlicher Punkt ist sicherlich die ausländerfeindliche Propaganda, die durch Lügen und durch Verhetzung geprägt war. Das scheint bei vielen angekommen zu sein, aber was es letztendlich war, das würden wir gut analysieren, muss man sich anschauen. Auf alle Fälle darf man eins nicht glauben, dass die Wähler schuld sind, weil letztendlich müssen wir selbst dafür die Verantwortung tragen und auch die nötigen Schlüsse daraus ziehen. In der Grazer Burg treffen wir den Landesrat und Bezirksobmann der ÖVP, Johann Seitinger. Also wenn ich über meinen Bezirk spreche, dann hat die Sozialdemokratie nahezu 12% verloren. Wir haben ein bisschen über 6% verloren. Das ist im Gesamtkontext durchaus noch überschaubar, aber ich will das nicht schönreden. Die Freiheitlichen haben stark zugewonnen, das Asylthema hat gepunktet, das ist unumstritten so. Die Hochrechner haben sich ordentlich geirrt. Wie immer? Ja, wie manchmal, aber in der Grundsatzfrage müssen wir uns sicherlich überlegen, wie wir mit diesem wichtigen Thema Asyl und Ausländer insgesamt umgehen, das ist keine Frage. Aber dennoch ist es ein klarer Auftrag, glaube ich, entsprechend reformpolitisch weiterzuarbeiten. Das sehen wir durchaus jetzt auch mit diesem Ergebnis so. Es ist natürlich kein gutes Zeichen in Richtung Reformen setzen, in Richtung das Land zukunftsfit machen. Es trifft uns alle sehr, die wir da eigentlich aktiv mitgestaltet haben in den letzten Monaten und in den letzten Jahren. Ja, die FPÖ, wissen wir, hat natürlich mit ihrer angstschürenden Politik, mit dem Ausländertümern, mit den Asylwerbern, die natürlich jetzt wirklich in großer Zahl nach Österreich kommen, ihre Stimmen gemacht. Ja, wir müssen das zur Kenntnis nehmen und schauen wir dann aufs Endergebnis. Immer wieder Blick auf die Videowall, aber das Ergebnis will sich nicht zugunsten der Reformpartner wenden. Ja, wenn man die Obersteiermark anschaut und wenn der Trend so bleibt, ist es eine klare Niederlage. Die klare Niederlage führt man auf was zurück? Das kann ja nicht nur die FPÖ sein, kann es auch die SPÖ selbst sein? Ja, freilich. Man kann nicht immer nur die Ausrede bei anderen suchen. Man muss einmal schauen, was man selbst falsch macht und scheinbar machen wir was falsch. Wenn wir gewusst hätten, was wir genau falsch machen, dann hätten wir es eh nicht gemacht. Das ist das Problem dabei derzeit. Hofer gab auf die Frage, ob nach diesem Ergebnis Wobes noch Landeshauptmann bleiben soll, eher eine kryptische Antwort. Also ich denke mir, der Franz Wobes wird sich schon etwas gedacht haben, wie er diese Aussage getätigt hat. Was jetzt die Konsequenzen daraus sind, ich glaube, das ist eine Entscheidung, die der Landesparteivorsitzende nur selbst tragen kann und entscheiden kann, weil es eine sehr persönliche Entscheidung und natürlich auch eine sehr persönliche Aussage von ihm war. Dass die Landespolitik auch immer wieder mit den Entwicklungen der Landeshauptstadt konfrontiert wird, zeigt sich am Beispiel des Grazer Bürgermeisters. Natürlich möchte ich immer, dass meine Fraktion die meisten Stimmen gewinnt. Heute haben am meisten Zugewinne die Freiheitlichen gehabt. Das war überraschend, das hat in der Form und in der Dimension niemand vorausgesagt. 60% haben den Weg von Hermann Schützenhöfer und von Franz Wobes aber für richtig empfunden und ihnen wieder das Vertrauen geschenkt. Die anderen Parteien kommen kaum vor. Gerade die KPÖ hat den Einzug geschafft und bei Grün hat sich auch nichts verändert. In Graz selbst möchte ich noch anmerken, dass die SPÖ mit 28% im Moment vorne liegt, gefolgt von der ÖVP mit 24%. Und ich bin aber auch sehr froh darüber, dass gerade in Graz die Freiheitlichen nur 20% geschafft haben.
Die derzeit amtierenden Landesräte sind bereits in Blickrichtung konstituierende Sitzung engagiert. Nein, das war für uns alle überraschend. Man kann ja sagen, es gibt einen ganz klaren Verlierer dieser Wahl. Das sind die Demoskopen. Sie sind ordentlich daneben gelegen. Es gibt einen Wahlgewinner, das sind die Freiheitlichen. Und es gibt einen klaren Auftrag der Wählerinnen und Wähler. Knapp 60% haben gesagt, sie würden gerne die Reformpartnerschaft weitergeführt haben. Und so, glaube ich, sollte man auch die Verhandlungen anlegen. Werden Sie wieder als Landesrat dabei sein? Naja, das wird einmal meine Gesinnungsgemeinschaft entscheiden. Aber wenn ich die Einladung erhalte, würde ich gerne weitermachen. Eindeutiger Sieger bei dieser Landtagswahl die FPÖ und deren Spitzenkandidat in der Steiermark. Wir haben heute einen wirklich tollen Tag für die Freiheitliche Partei in der Steiermark mit dem historisch besten Ergebnis. Aber ich bin jetzt schon einen Schritt weiter. Also ich bin jetzt zwar noch heute hier, aber schon im Gedanken natürlich beim Morgen und bei der Zukunft. Und das erwarte ich mir auch von den anderen Parteien, dass die Ausgrenzungspolitik uns gegenüber endlich abgeschlossen oder eben auch abgestellt wird und wir auf Augenhöhe auch miteinander reden können und das Beste für die Steiermark erreichen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das historisch beste Ergebnis der steirischen Freiheitlichen in der Geschichte der Zweiten Republik zu machen. Das wären 17,4 plus X. Und wir haben aber, so wie es jetzt ausschaut, dieses X so kräftig bekommen von den Steirerinnen und Steirern, dass wir selbst über das Ausmaß dieses Wahlerfolges überrascht sind. Ja, wir sind natürlich sehr erfreut. Wir danken einmal allen Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen. Wir haben gesagt, was Sache ist. Wir haben den Wählern erklärt, worum es geht. Wir haben ein tolles Wahlprogramm gehabt. Wir haben tolle Kandidaten gehabt. Jeder hat das lesen können. Jeder hat das verstanden. Und die sogenannte Partnerschaft in Graz ist abgestraft worden. Sie haben in Wahrheit bei den Bürgern vorbei regiert. Es ist die Bezirksfusion daneben gegangen, also die 30 Millionen mittelfristig Gewinn, die sind überhaupt nicht zu sehen. Und der Ausfluss letztlich war dann das, dass der Herr Landeshauptmann Stellvertreter und der Herr Landesrat Seitinger gesagt haben bei der Endabrechnung nach dieser Gemeinderatswahl, sie sind stolz, dass es keinen blauen Bürgermeister gibt und jetzt sind sie dafür bestraft worden. In einem eher kurzen oder vielleicht sogar zu kurzen Wahlkampf konnte das Team Stronach sich nicht behaupten mit 1,9%. Schaffen Sie den Einzug in den Landtag nicht. Denkwürdiger Wahlabend oder Wahltag, denkwürdiges Ergebnis. Weil wenn Hassparolen jemanden zum Wahlsieger machen, haben wir Probleme in dem Land. Wir haben diesen Unmut ja verspürt. Wir spürten ja im Bauch, dass etwas Gravierendes im Lande sich bewegt. Unser Ziel und unsere Hoffnung war, dass wir eine Chance haben, als Alternative ordentlich wahrgenommen zu werden. Da war aber augenscheinlich die Zeit zu kurz. Das wird bei den anderen Wahlen anders sein. Alles in allem, die Grazer Burg war wiederum das Herz und Hirn dieses politischen Ereignisses. Die beiden Spitzenkandidaten, sowohl der ÖVP als auch der SPÖ, tragen natürlich jetzt auch einen Großteil der Verantwortung. Schützenhöfer, für den intensive Wahlwerbung betrieben wurde, blieb trotzdem unter den Erwartungen. Voves muss nun nach seiner Ankündigung im Falle einer so drastischen Niederlage zurückzutreten, die Wähler überzeugen, dass die Fortführung des Partnerschaftskurses mit der ÖVP doch Sinn macht. Das alles war gestern. Heute ist der Blick eindeutig nach vorne gerichtet.